sailors passing on the street, are you ready for peace? Guten Morgen! Stellt euch mal kurz ab. Heute gibt es einen neuen Vlog von mir. Ich habe jetzt gleich einen Termin. Ja, ich freue mich voll. Die 4 Wochen sind schon wieder um. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, wirklich. Also am Anfang verging die Zeit überhaupt nicht. Und jetzt, habe ich das Gefühl, dass das Baby schon bald da ist. Ich muss jetzt noch ein bisschen was im Haushalt machen. Hab die Stühle schon auf Seite und habe hier schon ein bisschen rumgewerkelt. Und ich muss noch beim Tierarzt anrufen. Die Bella braucht nämlich noch eine Impfung. Heute haben wir was ganz Besonderes mit der Bella vor. Ich freue mich schon riesig. Und zwar geht es zum Hundeschwimmen. Unser Schwimmbad hat quasi den letzten Tag und dann dürfen alle Hunde dann da nochmal schwimmen. Ich bin total gespannt. Die Bella hat es noch nie gemacht, aber die liebt ja Wasser. Aber davor muss ich das eben noch abklären. Wo ist sie denn überhaupt, die Bella? Bella! Da ist sie, die Bella, ne? Ja, und ich nehme euch wieder eine Runde mit. Ich habe noch was ganz, ganz Besonderes vor fürs Baby. Heute wollte ich was ganz Besonderes vorbereiten. Aber jetzt muss ich mich erstmal beeilen. Wie gesagt, ich muss meinen Haushalt fertig machen zum Termin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So machen wir's. So, es ist wirklich sehr früh am Morgen. Haushalt ist jetzt soweit gemacht. Und jetzt geht's los zum Arzt. Ich habe mir auch ein bisschen Arbeit mitgenommen, falls ich warten muss. Und ich freue mich schon voll, das Baby zu sehen. Ich glaube, das geht uns allen so, ne? Baby schauen ist immer was ganz Spezielles. Also, wir sehen uns später. So, da bin ich. Ich bin ein bisschen außer Atem. Ich habe ja auch eine ziemlich weite Strecke und ich hatte jetzt voll den Stress. Aber jetzt freue ich mich, das Baby zu sehen. Ich glaube, das habe ich jetzt schon 10-mal gesagt. Ja. Und ich bin außer Atem, weil, naja, ihr wisst schon. Also, ich bin gespannt. So, alles gut. Ich bin jetzt gerade nur so ein bisschen überrascht. Ich muss nämlich alle 2 Wochen jetzt wieder zur Ärztin. Also das hat sich jetzt geändert. Wegen der Schwangerschaftsdiabetes. Das wusste ich auch nicht. Also eigentlich wäre es ja alle 4 Wochen. Aber gut, das muss halt jetzt alles kontrolliert werden, obwohl die Werte gut sind. Also das klappt ganz gut mit dem Fingerpieksen und Kontrollieren und so weiter. Und ja, das Köpfchen liegt unten. Alles im grünen Bereich. Es wird jetzt alles nochmal ausgemessen. Der Kopf, der Bauch und so weiter. Und ja, das war jetzt richtig schön, wieder das Baby zu sehen. Jetzt muss ich mich beeilen und nach Hause fahren. Der Max, der war jetzt in der Zwischenzeit beim Tierarzt. Ich muss mal gucken, ja. Weil die Bella eben nochmal dorthin musste. Wegen dem Schwimmen heute. Jetzt ruft er gerade an, der Max. War ja klar. Da ist ja der Max. Ja, Max? Vielleicht ist sie schwanger. Ja, wie viel wiegt sie denn? Die Bella hat ein bisschen zu viel gegessen, wie die Mama. Also ich fahre jetzt los, wir sehen uns gleich. Ciao. Der Max. Also ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Hause. Und dann zeige ich euch, was ich fürs Baby vorbereite. Da freue ich mich auch schon drauf. Und dann schauen wir mal, was heute noch so passiert. So machen wir es. Jetzt geht es aber erstmal heim. So, da bin ich wieder zu Hause angekommen. Sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen außer Atem. Treppe hoch, Treppe runter, ihr wisst Bescheid, keine Kondition. Jedenfalls, bevor jetzt der ganze Trubel im Haus losgeht, bevor die Kinder quasi von der Schule kommen und so weiter, bereite ich jetzt das vor, was ich fürs Baby eben machen wollte. Vielleicht ist es auch eine kleine Inspiration für euch. Ich habe für jeden meiner Söhne eine Box. Und zwar ist es unsere Erinnerungsbox. Die bekommen sie, wenn sie volljährig sind. Der Max hat sie schon bekommen. In diese Box wandern ganz, ganz viele schöne Erinnerungen. Das heißt, die erste Schnullerkette, der erste Body, die Ultraschallbilder und der Mutterpass. Lauter solche Sachen. Vielleicht ist es jetzt auch eine Inspiration für euch und ihr sagt euch, hey, das ist eine richtig schöne Idee. Also ich wäre froh, wenn ich solche Erinnerungsstücke noch hätte. Leider habe ich ganz, ganz wenig Bilder auch
und bin da richtig traurig drüber. Auch Videoaufnahmen oder so finde ich so schön, wenn man sieht, wie man so als Baby war oder als kleines Kind eben. Und jetzt fürs Baby habe ich nochmal was Spezielles. Das habe ich jetzt für die Jungs auch noch nicht, aber das werde ich noch nachholen. Und zwar habe ich fürs Baby diese Box hier gekauft. Die hat mir eben am besten gefallen, passend zum 18. Geburtstag. Und der Postbote hat mir gestern eben was ganz Spezielles gebracht von Pixum. Ich habe schon ganz, ganz oft bei Pixum bestellt. Ich habe mit Pixum auch schon kooperiert. Ihr wisst, also jeder, der mich kennt zumindest, weiß, wie sehr ich es liebe, Bilder zu machen, Bilder aber auch dann auszudrucken beziehungsweise mir solche Fotoalben zu erstellen. Ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Erinnerung. Man hat einfach was in der Hand. Ich mag das gar nicht, wenn Bilder auf dem Computer sind. Also auch wenn man zu Freunden geht oder so, ne, man kann ja schlecht den PC mitnehmen, den Laptop oder was auch immer. Klar, man hat auch viele Bilder auf dem Handy, aber mir ist es halt total wichtig, dass ich meine Bilder ausdrucke. Und jetzt speziell für die Box habe ich dieses Fotobuch. Und das hier habe ich noch gemacht, das fand ich auch total süß. Das sind diese Retro-Prints, die kann ich euch gleich auch noch zeigen. Meine Idee dahinter war, dass das Baby sieht, wie eben die Zeit war, als es noch im Bauch gewesen ist und gewachsen ist. Also ich habe auch ein paar Schwangerschaftsbilder eben mit rein. Das hier zum Beispiel, da war ich in der 16. Woche oder hier. Und ja, lauter solche Erinnerungen. Und dann werden natürlich auch Bilder reinwandern, wenn es dann eben geboren ist und zur Taufe und so weiter. Ich habe jetzt hier unser Haus zum Beispiel, dein Zuhause, ne, so. Und ja, die Brüder, da hat der Max sein Abitur gemacht. Und da ist die Bella, genau, lauter solche Erinnerungen. Hier eben noch zur Schwangerschaft, ne, 18. Woche. Und ja, ich finde es einfach total schön. Also diese Idee gefällt mir sehr gut, aber so ein Fotobuch ist halt auch nochmal was ganz Spezielles. Es ist auch super einfach, so ein Fotobuch zu erstellen. Also das ist wirklich super, super easy. Und ich finde auch gerade das Format passt super eben dann in die Box rein. Ich habe noch einen Rabattcode für euch für so ein Fotobuch. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr das Ganze dann eben groß schreibt, also mit Großbuchstaben. Und Pixum hat auch ein mega, mega Gewinnspiel. Also da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Da könnt ihr sogar ein Handy gewinnen. Es gibt auch 18 Gutscheine im Wert von 100 Euro, was ich richtig cool finde. Ich finde halt, das ist eine super, super schöne Erinnerung. Da ist Alessandro, da ist er zur Kommunion gegangen. Ne? Richtig schön. Hier ist der Moritz zur Kommunion gegangen. Und hier ist Moritz sein Abschlussball. Das war auch ein ganz, ganz besonderer Tag. Das war richtig schön. Und hier waren wir im Urlaub. Da ist nochmal der Max. Ist der Luki zur Kommunion gegangen. Genau, und da ist der Alessandro. Ja, ansonsten habe ich mir hier dann noch so Krepppapier vorbereitet, also mit dem Rosa. Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht, ne, ob ich das dann brauchen werde. Wir wissen ja das Geschlecht noch nicht und lassen uns ja überraschen. Aber die Box, die wächst ja sowieso mit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die komplett fertig mache und das dann überreiche, wenn das Baby 18 ist. Sondern, wie gesagt, da kommen ja immer wieder Sachen rein, eben auch Bilder vom Baby, wenn es dann auf der Welt ist. Hier habe ich dann noch so Streuartikel, die mache ich noch mit rein. Ich habe hier noch so ein paar Aufkleber vorbereitet und ja, hier zum Beispiel, ne, mit diese Selfie-Time, diesen Text, den habe ich noch dazu geschrieben, weil ich das so witzig finde. Also wer weiß, wie das dann in 18 Jahren mal sein wird. Da werden wir uns wahrscheinlich kaputt lachen, dass das Handy vorm Gesicht hatten und Bilder von uns gemacht haben. Ja. Ansonsten muss ich heute noch einige Bücher einbinden. Ich freue mich total. Das ist ja eine absolute Lieblingsbeschäftigung von mir. Nicht. Also denkt dran, falls ihr so ein wunderschönes Fotobuch erstellen wollt, ich habe noch den Rabattcode für euch in Großbuchstaben, nicht vergessen, ich schreibe euch dazu aber nochmal alles unten in die Infobox. Pixum wird 18, herzlichen Glückwunsch, auch von mir, von Herzen wirklich. Ich finde, das ist einfach eine Firma, die Menschen begleitet in ganz, ganz speziellen Momenten, also so Bilder, das ist halt für mich was ganz Besonderes, das wisst ihr. Ich habe es euch ja gerade schon erklärt, ich hasse es, wenn die auf dem PC sind und deshalb müssen immer solche Fotobücher her, beziehungsweise diese Retro-Prints hier, die finde ich halt mega, mega schön. Und denkt auch noch an das Gewinnspiel. Wie gesagt, es gibt auch ein Handy zu gewinnen und der dritte Preis, das waren ja diese Gutscheine.
18 Stück, a 100 Euro. Und der erste Preis, der ist richtig gigantisch. Also schaut einfach unten in die Infobox. Und ich würde sagen, jetzt bereite ich mal die Linsensuppe vor, beziehungsweise mache hier noch ein bisschen was und kümmere mich darum. Und dann muss ich schon den Lissandro abholen. Und dann geht's ja ins Schwimmbad. Da bist du ja, mein Schatz. Schau mal, was der Max da macht. Max baut einen Pool auseinander. Endlich. Das sieht aus. Hilfe. So, fleißiger Max, ne? Naja, ich habe es mir oft genug gesagt, dass er den Pool jetzt wegräumen soll. Jetzt hole ich den Lissandro ab. Und dann geht's auch schon bald ins Schwimmbad mit der Bella. Aber erstmal Mittagessen, ne, Bella? Ja. Bist du kaputt, ne? Dein Leben ist echt anstrengend. Ist dein Leben anstrengend, Bella? Also, holen wir mal den Lissandro ab. Brauchen wir noch einen Schlüssel. So, los geht's. Da ist er, der Lissandro. Und freust du dich, wenn die Bella gleich ins Schwimmbad geht? Bin schon total gespannt. Wir waren noch beim Tierarzt, also der Max. Alles gut. Okay, ich bin cool. Schon mal gespannt. Die Bella wird auf jeden Fall Spaß haben. Gehst du dann auch mit ins Wasser? Nein. Nee, ich auch nicht. Erstmal nach Hause. Hast du Hunger? Ja. Okay, gut. Bist du angeschnallt? Ja. So, dann zeige ich euch jetzt mal, was ich fürs Mittagessen gekauft habe. Keinen Sekt. Ich habe nur den Karton gebraucht. Und zwar wird es Subway geben. Haben sich meine Kinder gewünscht. Mit Thunfisch und Frischkäse. Hier ist das frische Baguette. Dann wird es einen Feldsalat geben. Ich habe mir noch eine Birne mitgenommen. Für den Feldsalat brauche ich Tomate und Gurke. Dann habe ich mir noch Heidelbeeren mitgenommen. Sahne brauche ich dann eben für das. Halt noch was Süßes für die Jungs. Und ich habe schon die Linsensuppe aufgesetzt gehabt. Genau, weil ich heute Linsensuppe esse. Und da ist es, unser Mittagessen. Da ist der Salat. Ich habe jetzt noch Nudeln mit Haché gemacht, Linsensuppe und das Baguette mit Thunfisch. Lecker. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich mich jetzt mal umgezogen, weil es so warm ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich das letzte Mal für diese Saison, dass ich diese Schuhchen anziehe. Komm, Bella. Na komm, los geht's. Bella ist jetzt total kaputt. Ha, Bella? Bist du kaputt, Bella? Ha? Kurze Pause. Dann geht's weiter. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ihr habt es gesehen, die Bella hat richtig viel Spaß gehabt im Schwimmbad. Das war echt eine richtig coole Aktion. Heute ist der letzte Schwimmbadtag gewesen und deshalb haben sie das veranstaltet. Das Wasser wird jetzt auch abgelassen und die Hälfte der Einnahmen gehen an eine gemeinnützige Sache. Ich kenne nur das italienische Wort, Associazione. Und das fand ich auch richtig, richtig gut. Ich musste mich jetzt nochmal umziehen vorhin, weil es so heiß ist. Ich lieb's ja, ne, wenn die Sonne so
doll scheint, aber das Wetter soll jetzt schlechter werden, leider. Ja, so sieht's aus. Was ich heute Morgen anhatte, war definitiv nix. Das kann ich euch alles mal unten in der Infobox verlinken. Die Hose, das Oberteil, das hatte ich nämlich auch in meinem Haul an. Da haben ganz viele gefragt, wo das denn her ist und die Kette und so weiter. Ich schreibe euch alles unten in die Infobox. Jetzt an dieser Stelle beende ich mal das Video, damit es nicht zu lange wird. Es passiert jetzt auch nicht mehr allzu viel. Ich muss jetzt dann gleich ins Büro und dann läute ich das Abendprogramm ein. Also Abendbrot, Hausaufgaben nochmal nachkontrollieren und so weiter. Und deshalb würde ich mich jetzt einfach an dieser Stelle von euch verabschieden. Vergesst nicht, bei Pixum vorbeizuschauen. Wie gesagt, alle Infos dazu auch nochmal unten in der Infobox. Wenn ihr schöne Bilder bestellen wollt, dann schaut dort vorbei. Ich würde mich total freuen, wenn ihr diesen Kanal natürlich kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr von mir. Ich verlinke euch jetzt mal meine beiden letzten Videos. Da könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!